Hallo Kackbratzen. So Leute, bevor wir nun weitermachen, hier schnell eine Nachricht von unserem Sponsor. Hola Pendejos. Ihr seid auf der Suche nach einem Spiel, bei dem die Story eigentlich komplett überflüssig ist? Grand Theft Auto war euch ein wenig zu zahm? Das altmodische Blutvergießen ist euch zu langweilig und ihr hättet gerne eine Überdosis abgedrehte Hyperaktivität, bei der man seine 5 verbliebenen grauen Zellen mal für einen Moment in den Keller bringen kann, um einfach ein paar spaßige Stunden zu verbringen? Dann habe ich hier das perfekte Spiel für euch. Total Overdose A Gunslinger's Tale in Mexiko ist das Spiel eurer Wahl, denn es bringt alles auf eure PS2, was ein unterdurchschnittliches Actionspiel so braucht. Ein unerbittlicher Kampf gegen ein Drogenkartell, ein toter Vater, Söhne, die nach einer Antwort suchen und jede Menge Blei in der Luft. Total Overdose lässt sich am besten als eine Kombination aus Grand Theft Auto und Max Payne beschreiben, mit einer großen Portion an damals zeitgenössischen Filmen wie etwa Desperados. Die Entwickler nahmen sich das bewährte Konzept eines stilvollen und gewalttätigen Third-Person-Shooters zur Brust und fügten dem Rezept so viel Amphetamin hinzu, sodass man am Ende ein komplett hyperaktives und sehr instabiles Abenteuer erwarten darf, bei dem sich gegen Ende die Leichen bis zum Himmel stapeln. Vermutlich gab es aber auch während der Entwicklung des Spiels nicht nur Kaffee, denn auch die Leute von Deadline Games wussten anscheinend nicht so recht, welches Genre man für Total Overdose wählen sollte. Es ist eine Mischung aus einem eher linearen Run-and-Gun-Shooter, der auf eine sehr offene und erkundungsorientierte Welt trifft. Und seltsamerweise funktioniert diese Mischung sehr, sehr gut, womit ihr euch auf einen sehr dynamischen und absolut verrückten Shooter freuen dürft. Schnallt euch an und bereitet euch auf eine total kitschige Fahrt durch Mexiko vor. Job done, pal. Impressive, Ernesto. Incredibly destructive. Die Story von Total Overdose ist der Klassiker und den schlechten Actionfilmen aus den 90ern. Und so trifft man auch im Spiel auf ein sehr ungleiches Bruderpaar. Auf der einen Seite haben wir Ramiro Cruz, der nicht nur das schwarze Schaf der Familie und ein Ex-Sträfling ist, sondern auch ein absoluter Vollidiot. Sein Zwillingsbruder Tommy hingegen ist der Strahlemann und der ganze Stolz des Vaters, denn auch er arbeitet bei der Drogenvollzugsbehörde. Leider wurde er bei einem Undercover-Einsatz gegen einen Drogenbaron irgendwo in Mexiko schwer verletzt. Und so kommt die Drogenbehörde zu der logischen Entscheidung, dass nun der Ex-Sträfling Ramiro seinen Bruder ersetzen soll. Nachdem man allerdings ungefähr 12 Millionen Kugeln abgefeuert hat und seinen Weg im Kampf gegen das Drogenkartell mit Leichen pflasterte, hat man es im Verlauf des Spiels auch noch mit korrupten Beamten in den eigenen Reihen zu tun. Und so langsam fällt es einem wie Schuppen aus dem Haaren, wer nun wirklich hinter dem Mord des eigenen Vaters steckt. You've always been fast, Ernesto, but maybe you should try exercising your brain sometimes. Papa Muerte thanks you for your hard work. So, das als Basis klingt ja schon mal gut und vermutlich freut man sich schon auf eine extrem spannende Story, die das Gameplay vorantreiben wird. Allerdings wird man früher oder später erkennen, dass die Geschichte des Spiels eigentlich nur eine hübsche Fassade ist und man dahinter keinen wirklich ausgefeilten Handlungsstrang findet. Aber zumindest hat man eine gute Ausrede, warum man sein Haus verlässt und alles mit Blei vollpumpt, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist, um dann eine Millisekunde später auch noch den Baum in die Luft zu jagen. Aber genau das ist es, was Total Overdose von einem langweiligen Shooter unterscheidet. Das Spiel nimmt sich nicht ernst und man wird auch kein einziges Gramm an Realismus finden. Stattdessen gilt es so akrobatisch wie möglich, seine Feinde ins Jenseits zu befördern. Und so darf natürlich auch die beliebte Bullet Time aus Max Payne nicht fehlen. Es ist wirklich ein Genuss, im Bruchteil einer Sekunde mehr Blei in seine Gegner zu pumpen, als in einer halben Stunde Doom, während unser Held wie ein Besessener durch die Luft wirbelt. Da schaut allerdings nicht nur ziemlich gut aus, sondern bringt auch jede Menge Punkte auf seinem Bewertungskonto, das die verschiedenen vom Spieler ausgeführten Spezialbewegungen beurteilt. Und wo es akrobatische Einlagen gibt, dürfen natürlich Kommentare aus dem Off nicht fehlen, auch wenn das auf die Dauer ziemlich kitschig ist und man innerlich jedes Mal ein wenig mehr stirbt. Spicy Move! Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. Zum Glück ist die Ballerei einigermaßen befriedigend, denn es mangelt auch nicht an Waffen. Zum Standardrepertoire gehören natürlich kleinere Wummen, Pumpguns und Sturmgewehre und für die Extraportion Chaos gibt es noch Granat- und Raketenwerfer, mit denen das Blutbad perfekt wird. Okay, Girls, shoot in your bazookas! Weniger großzügig war man aber bei der Verteilung von Munition, was bei einem Spiel, bei dem der Massenmord zur Grundlage gehört, dann doch eher verwundert. Da einem ständig Munition ausgeht, wird man sehr viel und sehr hektisch in der Landschaft herumlaufen, um sich bei seinen toten Feinden Nachschub zu besorgen. Es gibt zwar die Möglichkeit, seine Waffen im Laufe des Spiels aufzurüsten, aber selbst das löst nicht das Problem mit der eher sehr geringen Verfügbarkeit an Kugeln. Bullseye!
Bei all der Action und Menge an Feinden kann dies manchmal in einem Feuergefecht zu einer ziemlich riskanten Angelegenheit werden. El Mariachi! Total Overdose hat nicht aus reinem Zufall diesen Namen auf die Stirn gedrückt bekommen, denn sobald es zu den Special Moves kommt, die unser Hauptdarsteller erlernen darf, sollte man einfach nichts mehr hinterfragen. Ein verrückter Drehsprung mit zwei Uzis ist dabei noch das harmloseste, was im Spiel passieren kann. Komplett abgedreht wird es dann, wenn man seine explodierenden Pinatas aus der Tasche holt oder noch besser, sobald der fluffige und sehr wütende Lutscher Libre auftaucht, der euch dabei hilft, eure Feinde zu Brei zu kloppen, wird man sich über nichts mehr wundern. Total Overdose macht seinen Namen volle Ehre und lädt auch ein wenig zum Fremdschämen ein. Zum Schämen ist leider auch die KI der Feinde. Im Prinzip laufen die wie ein wilder Haufen Hühner im Kreis herum und ballern aus vollen Rohren. Total Overdose ist von daher kein besonders schwieriges Spiel. Nicht, weil man mit einem besonders ausgefeilten Gameplay konfrontiert wird, sondern weil es manchmal einfach zu viele Feinde und zu viel Blei in der Luft gibt. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung. Ist man mal wieder falsch im Level abgebogen und droht zu einem Nudelsieb verarbeitet zu werden, gibt es eine praktische Rückspulfunktion, mit der man ganz schnell die Zeit ein klein wenig zurückdrehen kann. Damit verliert das Spiel ein wenig an Knackigkeit, da der saftige Kugelhagel weit weniger bedrohlich wird und das Total Overdose fast schon zu einem gemütlichen Sonntagsspaziergang mutiert. Auch Bosskämpfe werden mit den Spezialmoves zu einem Kindergeburtstag. Es scheint gerade so, als ob man absichtlich-unabsichtlich einen Cheat-Mod eingebaut hat, mit denen man mit ein paar geschickten Schussausweichmanövern auch noch so jeden Boss im Nu das Licht auspusten kann. Das ist eigentlich ziemlich schade. Man hat zwar schon ganz zu Beginn sein Gehirn an den Nagel gehängt, aber ein wenig Herausforderung hätte man sich dann doch gewünscht. Die Karte von Total Overdose bringt nun ein wenig GTA-Feeling ins Spiel. Wenn man gerade nicht viel zu tun hat, kann man auf der Karte herumgurken und nach Bonus-Items und anderen Gegenständen suchen. Der eigentliche Zweck der Karte ist jedoch das Aufspüren von Orten, an denen es Missionen zu erfüllen gibt. Die Karte ist zum Glück ausreichend gut, dass man wenigstens Hauptmissionen von Nebenmissionen unterscheiden kann. Aber was den Rest betrifft, so ist dieses Ding so nützlich wie Fußpilz. Es gibt im Spiel auch einen Sack voll an Fahrzeugen, aber freut euch besser nicht zu früh, denn der Spaßfaktor ist in etwa so hoch wie das Gurgeln von Rasierklingen. Die Autos lassen sich in etwa so gut steuern, wie ein Stein auf einer spiegelglatten Fahrbahn und man wird auf Dauer sehr froh sein, dass man nur relativ kurze Strecken bewältigen muss. Und dann hatten die Entwickler die absolut lächerliche Idee, in dieses Spiel Checkpoint-Rennen einzubauen. Selbst in einem GTA hasse ich diese Rennen wie die Pest, allerdings funktioniert das Fahrverhalten hier noch einigermaßen gut. You know the three trucks you recovered? Now, I have to send them through Virgilio territory to a secret location. Bruh. Mit dieser absolut grausamen Fahrphysik steigt die Frust und man verspürt große Lust, einfach jeden auf seinem Weg niederzumähen. Und vermutlich waren sich auch die Entwickler dessen bewusst, denn kommt es mal wieder zu einer Eskalation und das geschieht mitunter sehr, sehr oft, muss man nicht wie in GTA mit großen Konsequenzen rechnen. Es tauchen vielleicht ein paar Polizisten auf, aber nie wird es zu einem haarigen Handgemenge kommen. Wie gesagt, gibt es im Spiel auch einige Nebenmissionen und die sind in der Regel auch zweitrangig. Manchmal kommt es aber trotzdem vor, dass man, bevor man eine Hauptmission starten kann, erstmal eine oder zwei dieser Missionen erledigen muss. Die sind aber allesamt nicht wirklich schwer. Grundsätzlich gilt es, irgendwas in die Luft zu jagen oder irgendwen über den Jordan zu schicken. Und natürlich warten hier die äußerst unlustigen Checkpoint-Rennen auf euch. Die Hauptmissionen sind auf der anderen Seite teilweise wirklich eine harte Nuss. Sie sind länger und viel komplizierter, oft mit mehreren Abschnitten und vielen heftigen Kämpfen gegen Drogenschmuggler, Grenzschutzbeamte und so ziemlich jeden anderen, der einem den Weg versperrt. Allerdings gibt es im Spiel jede Menge Speicherpunkte, sodass man fast nie einen längeren Abschnitt des Spiels wiederholen muss. Sofern ihr bis hierher durchgehalten habt, dann wird euch mit Sicherheit aufgefallen sein, dass Total Overdose bestimmt einen gewissen Stil hat, aber im Grunde genommen ist es wirklich kein besonders schönes Spiel. Die Charaktermodelle sind eintönig und blockig und die Animationen sind so flüssig wie 3 Wochen alte Milch. Eine Ausnahme machen allerdings die Spezialmoves, die sind gut und ich will hier auch nicht viel meckern. Die Städte sehen jetzt auch ganz okay aus und hier und da kann man farbenfrohe Hintergründe entdecken. Allerdings ist der Krempel um einem herum manchmal das komplette Chaos. El Toro! Autos verirren sich manchmal in der Pampas und bleiben dort stecken und auch die Passanten benehmen sich des Öfteren mehr als fragwürdig. Total Overdose wurde für den PC, Xbox und die PS2 veröffentlicht und alle Versionen sind im Prinzip auf demselben Niveau. Die PS2-Version hat allerdings eine etwas schwächere Bildrate, was aber nicht ganz so sehr ins Gewicht fällt. Viel
Viel besser, aber gleichzeitig auch schlechter ist der Sound des Spiels. Sehr gut ist die Musik, die mit ihrem Mix aus Latino-Rap oder auch harten Metal-Klängen für die passende Atmosphäre sorgen, und natürlich dürfen auch die traditionellen Flamenco- und Mariachi-Melodien nicht fehlen. Überraschenderweise liefert hier das Spiel wirklich eine Glanzleistung ab. Wo Total Overdose wie so viele andere Spiele aber komplett abkackt, ist die Sprachausgabe. Morales needs the drugs pronto for the traffic of 100 tons of cocaine. That's a serious stash, man. Mag ja sein, dass man hier das Niveau absichtlich sehr niedrig angelegt hat, aber das ist noch lange kein Grund, um den Spieler zu quälen. Die Soundeffekte für die Waffenexplosionen und so weiter sind alle effektiv genug, sodass es euch während des gesamten Erlebnisses mit Sicherheit nicht an lauten Knalleffekten und von Kugeln durchsetzten Schreien mangelt. Total Overdose klingt jetzt vielleicht nach einem Spiel, das so unterhaltsam ist wie ein flotter Otto, aber man irrt sich gewaltig. Gut, die Grafik ist teilweise für'n Arsch und die Story ist nicht der Rede wert, aber diese absolut überzogene Action und das im Prinzip sehr gelungene Gameplay machen diesen Titel wirklich zu einem Hit. Es gibt eine Fülle von Kugeln, Explosionen, blutigen Körpern und die Kampfszenen des Spiels gleichen fast einer wunderbaren Choreografie. Klar ist das Spiel stellenweise komplett lächerlich und wirklich fernab von Gut und Böse. Es ist eine fast hirnlose Achterbahnfahrt der Gefühle mit sehr viel Blut und Blei. Wer jetzt von euch natürlich einen etwas anspruchsvolleren Geschmack hat, sollte die Finger davon lassen und weiter Fortnite spielen. Aber alle anderen, die einfach für ein paar Stunden eine gute Zeit haben wollen, sollten absolut zugreifen. Man sollte sich vielleicht danach etwas schämen und sich Augen und Hände waschen, aber man wird definitiv eine deftige Menge Spaß haben. Und das ist, was am Ende zählt. You are gorgeous! And if we do make it, forget I ever did that. Gracias, Ramito. That was breathtaking. I didn't know you had it in you. Risky, but very exciting. What, the jump or? Both, idiota. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.